Ja, hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stücken von der Firma Stücken KF hier in Norderstedt und wir sind seit 25 Jahren die absoluten Spezialisten, wenn es um das Thema Fahrzeugsicherheit geht. In meinem heutigen Video möchte ich euch mal wieder einen Alarmanlageneinbau vorstellen, den wir vorgenommen haben in einem VW Passat. Und verbaut haben wir von Viper die 3901 Alarmanlage, das 508D Radarmodul, was sich hier gerade gemeldet hat, den Schocksensor, der werkseitig in der Alarmanlage verbaut ist, von Empire den AS100 Neigungssensor, eine zusätzliche Innenraumsirene, das LOG 200 Ortungssystem und von Viper den 620V Blinkindikator. Wie das Alarmsystem euer Fahrzeug optimal gegen Vandalismus, Einbrüche und Diebstahl schützt, möchte ich euch mal demonstrieren. Warum ist es heute so wichtig, sich ein nachträgliches Alarmsystem einzubauen? Ganz einfach. Die Diebe, die heutzutage sich darauf spezialisiert haben, solche Fahrzeuge zu entwenden, die wissen ganz genau, wie man ein Fahrzeug heutzutage elektronisch aufbricht, wie man sich einen Schlüssel nachmacht, wie man die Wegfahrsperre deaktiviert, wie man die werkseitige Alarmanlage deaktiviert und wie man so ein Fahrzeug in Minuten entwendet. Wir haben diverse Videoaufzeichnungen von Kameras gesehen, wie solche Fahrzeuge geklaut werden. Es ist unglaublich, wie schnell man heutzutage ein Fahrzeug entwenden kann. Warum wird so viel geklaut? Es gibt keine Grenzkontrollen mehr. Der Bedarf an hochwertigen Fahrzeugteilen im osteuropäischen Raum ist gigantisch groß. Und wie gesagt, dadurch, dass die Grenzkontrollen weggefallen sind und die auch unsere Währung haben, ist es für die sehr, sehr einfach, im digitalen Zeitalter solche Fahrzeuge zu entwenden. Die werkseitigen Alarmanlagen, die sind super, denn die kosten nichts, wenn man so ein Auto mitbestellt. Keine große Einbauzeit, kann man mit leasen, alles wunderbar. Nur leider sind die bei allen Autos gleich. Wenn der Dieb schafft, diesen Passat zu knacken, dann kann er alle Passats knacken. Und dann, wenn er sich darauf spezialisiert hat, mit diesen Fahrzeugen oder mit den Teilen zu handeln, ist es ganz einfach. Die Systeme, die wir verbauen, die besten Systeme der Welt von Viper, Clifford, Empire, diese Systeme sind alle ein Unikat. Der Dieb weiß nicht, wo haben wir die Alarmzentrale eingebaut, wo haben wir die Sensoren eingebaut, haben wir Backup-Systeme eingebaut, wird das Auto geortet, bekommt der Kunde eine Benachrichtigung auf seinen Pager, wenn wir einen angelernt haben. Und noch niemals hat ein Kunde bei uns in 25 Jahren Verlust hinnehmen müssen. Weder noch, dass ihm die Felgen gestohlen haben, noch die Sitze geklaut haben, noch das Navi geklaut haben. Und das gibt uns auf jeden Fall recht. Wir haben einen ganz großen Zuspruch, was die Alarmanlagen anbelangt. Ihr spart euch einen Haufen Ärger und es ist besser wie jede Versicherung. Denn wie gesagt, unsere Kunden können seit 25 Jahren ruhig schlafen. Wie das Ganze in der Praxis funktioniert, möchte ich euch jetzt mal demonstrieren. Wir können das System schärfen und entschärfen über das Keyless Entry System des Fahrzeuges. Sehr komfortabel gemacht. Was neu ist, die Alarmanlage generiert beim Schärfen einmaliges Chirpen, beim Entschärfen zweimaliges Chirpen. Wenn ihr das nicht haben möchtet, können wir das über den Bitwriter, über die Schnittstelle auch rausprogrammieren. Wo wir gerade beim Programmieren sind, was das System richtig nachhaltig macht, richtig klasse, wir spielen lediglich die CAN-Bus-Protokolle in die Alarmanlage ein, die sogenannte Fahrzeug-DNA. Und wenn der Kunde jetzt sagt, Passat war alles super, aber ich brauche jetzt, keine Ahnung, einen Touareg oder einen VW-Bus, bauen wir das System rückstandsfrei wieder raus, ganz wichtig bei Leasing- und Flottenfahrzeugen, machen nichts kaputt an dem Fahrzeug. Und ihr könnt das dann ins nächste Auto wieder übernehmen. Alarmsystem ist geschärft. Ich gucke jetzt mal rein. Ist da das geile Navi drin, was die Diebe immer zocken? Glotz rein. Ich brauche das Auto gar nicht anzufassen. Und das macht das System so wirkungsgradstark. Das ist sehr, sehr gut. Das war übrigens die Alarmanlage da drin. Das war nicht der hier. Das war der X6, an dem wir gerade arbeiten. Und das macht das System so wirkungsgradstark. Wir brauchen einfach nur reinzugucken. Wir gucken einfach nur rein. Ist jetzt ein bisschen irritierend, weil Björn da drin gerade ein Auto kodiert. Ich fasse das Auto gar nicht an. Ich gucke einfach rein, ist irgendwas los und die Alarmanlage sagt jetzt schon, hau ab, du hast hier an dem Passat nichts zu suchen. Funktioniert auch mit dem Schocksensor. Ich zeige euch das mal, wenn ich hier das Auto nur so leicht anrempel, meckert die Alarmanlage auch schon rum. Das ist für meinen Geschmack ein bisschen sehr sensibel eingestellt, aber der Kunde liebt sein, der liebt sein Fahrzeug halt und deshalb haben wir es jetzt hier relativ sensibel eingestellt. Wenn ich zum Fahrzeug zurückkehre, drücke ich hier einfach drauf, Alarmanlage chirpt zweimal, alles war wunderbar, chirpt die Alarmanlage viermal, dann war auf jeden Fall ein Vorfall in meiner Abwesenheit. Dieser Kunde kriegt natürlich automatisch auf sein iPhone gleich eine Benachrichtigung, wenn die Alarmanlage Alarm geschlagen hat. Wenn ich die Vorwarnung nicht generiert haben möchte, schärfe ich den Wagen ganz normal, warte einen kleinen Augenblick, schärfe den Wagen jetzt noch einmal. Die Alarmanlage chirpt jetzt dreimal und das dreimalige Chirpen sagt mir, jetzt sind die Vorwarnungen hier abgeschaltet, egal was ich jetzt hier an dem Auto mache, jetzt gibt es keine Vorwarnung. Wir bauen natürlich auch immer die Onboard-Diagnose um. Die Onboard-Diagnose, ein Riesenthema heutzutage, ist ein Standard, welches alle Fahrzeuge weltweit haben. Und das hat einen riesengroßen Nachteil. Ist super für die Werkstätten und für die Pannendienste. Die können nämlich alle mit dem gleichen Stecker rein und gucken, was los ist. Nutzen die Diebe leider heutzutage auch. Gibt diverse Firmen im Internet, die Klau-Werkzeuge anbieten über die Onboard-Diagnose. Ist ein absoluter Standard bei uns. Jedes Fahrzeug, was bei uns auf dem Hof kommt zur Alarmabsicherung, wird von uns über
umgebaut, was die Onboard-Diagnose anbelangt. Das heißt, der Dieb findet keinen Anschluss mehr in dem Auto. Der kommt mit seinem Werkzeug an, kann machen, was er will. Den Wagen kriegt er nicht mehr geklaut. Ja, ich hoffe, mein Beitrag war interessant für euch. Wenn ich was vergessen haben sollte oder ihr habt noch Fragen, schreibt es doch bitte unten bei YouTube in die Beiträge rein. Gerne dürft ihr mich auch anrufen unter 0172 4090295 oder ihr schickt mir einfach eine E-Mail unter info@kaistueven.com. Wenn mein Beitrag cool war, dann liked doch bitte meinen Kanal, also gebt mir ein Abo auf YouTube, das würde mich tierisch freuen. Vielen Dank, euer Kai Stüven.